Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Test online unter www.homedic.com/aktivieren aktivieren. Wenn Sie Ihr Testkit nicht aktiviert haben, kann das Labor Ihre Testdaten leider nicht verarbeiten. Um Ihren Test zu aktivieren, müssen Sie den 12-stelligen eindeutigen Testkit-ID-Code verwenden. Den Aktivierungscode finden Sie unter dem Barcode auf der Sammelröhre. Gehen Sie dann auf www.homedic.com/aktivieren und aktivieren Sie Ihren Test in Ihrem persönlichen Homedic-Konto. In Ihrem Testpaket befindet sich ein Entnahmeröhrchen, Lanzetten, Pflaster, Alkoholtupfer, alkoholfreies Desinfektionstuch und eine Schutztasche. Trinken Sie 30 Minuten vor Beginn der Blutentnahme reichlich Wasser. Waschen Sie Ihre Hände 30 Sekunden lang mit warmem Wasser und trocknen Sie sie dann gut ab. Halten Sie dann Ihre Hände 2 Minuten lang gegen eine Tasse mit warmem Wasser, um die Blutzirkulation anzuregen. Dann schwingen Sie die Arme 8 bis 10 Mal am Körper entlang. Die beste Stelle für die Probenahme ist die Innenseite des Mittel- und Ringfingers in der Nähe der Fingerspitze und leicht seitlich. Verwenden Sie den mitgelieferten Alkoholtupfer, um den Finger gründlich zu desinfizieren. Lassen Sie den Finger anschließend gut trocknen. Weitere Tipps zur Blutentnahme finden Sie auf unserer Website homedic.com/de/tipps-zur-blutabnahme. Schrauben Sie zunächst die Kappe des Sammelröhrchens ab. Drehen Sie dann die Kappe von der Lanzette ab, um sie zu entfernen. Die Lanzette ist nun einsatzbereit. Setzen Sie die Lanzette auf den desinfizierten Finger. Drücken Sie die Lanzette fest an, bis Sie ein Klicken hören. Bitten Sie eine andere Person, dies zu tun, wenn Sie damit Schwierigkeiten haben. Wischen Sie den ersten Blutstropfen mit dem mitgelieferten alkoholfreien Desinfektionstuch weg. Lassen Sie die Tropfen in das Röhrchen fallen oder schöpfen Sie sie mit der scharfen Kante des Sammelröhrchens auf. Wenn nicht genügend Blut entnommen werden kann, empfehlen wir, den Finger zwischendurch mit dem mitgelieferten alkoholfreien Desinfektionstuch zu reinigen. Wichtig: Füllen Sie das Röhrchen vorzugsweise bis zur oberen Linie 600 Mikroliter. Dies ist die Mindestmenge, die das Labor benötigt, um Ihre Probe zu verarbeiten. Dann kleben Sie die Einstichstelle mit einem Pflaster ab. Setzen Sie die Kappe wieder auf das Blutentnahmeröhrchen und drücken Sie sie, bis Sie ein deutliches Klicken hören. Legen Sie das versiegelte Entnahmeröhrchen in die mitgelieferte Schutztasche und verschließen Sie diese mit dem Plastikkleberand. Legen Sie den Schutzbeutel mit der Probe in die Schachtel und verschließen Sie ihn. Legen Sie die Box in den beiliegenden Rückumschlag und senden Sie diese direkt an die auf dem Rückumschlag angegebene Adresse. Die Kosten für die Rücksendung wurden bereits bezahlt. Nachdem Sie das Testmaterial abgeholt haben, sollten Sie das Testkit umgehend an die Adresse auf dem Rückumschlag senden. Bei Außentemperaturen unter 3 Grad Celsius oder über 25 Grad Celsius bitten wir Sie, das Paket bei einer Postfiliale abzugeben. Sobald das Labor Ihre Testprobe erhalten hat, wird sie verarbeitet. Ihre Testergebnisse werden von unserem medizinischen Team überprüft. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald Ihre Testergebnisse vorliegen. Homedic, der einfachste Weg, Ihre Gesundheit zu Hause zu testen.